Achtung, das Video hat einen wissenschaftlichen Zweck. Handlungen im Video bitte nicht nachmachen, weil das gefährlich ist. Wir sind Profis und testen im Sinne der Bildung. Hallo Leute und willkommen bei Timon. Heute werde ich aus echten Lava, geschmolzenem Kupfer und Glas ein Schwert gießen. Das alles mache ich nur für euch Leute, das habt ihr euch in den Kommentaren gewünscht. Die Alten von euch wissen, dass ich schon länger versuche, ein Obsidian-Schwert zu gießen. Das gelingt mir leider nicht, was ich nicht alles ausprobiert habe. Ich habe Lava mit Wasser abgekühlt. Ich habe Lava mit flüssigem Stickstoff abgekühlt. Ich habe Lava in flüssigem Stickstoff reingelegt. Ich habe Lava aufgehitzt und langsam abgekühlt. Ich habe leider versagt. Aber dafür habe ich ein Kupferschwert herausgegossen. Leider musste ich das Schwert auseinanderschneiden, um das Kupfer für das nächste Experiment herzunehmen. Wenn ihr wollt, Leute, bei 100.000 Aufrufe werde ich ein neues Schwert gießen. Den werde ich dann richtig scharf schärfen und mit dem dann coole Experimente machen. Wenn ihr das wirklich wollt, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich lese alle Kommentare durch. Und dieses Mal erfülle ich eure Wünsche. Ihr habt mir so viele Kommentare geschrieben, ich soll echte Lava mit geschmolzenem Kupfer zusammenmischen. Vielleicht wird Kupfer Obsidian festigen und daraus können wir ein richtig stabiles Schwert rausgießen. Leute, wenn ihr die Idee cool findet, dann liked das Video, Leute. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und wenn das Video 100.000 Aufrufe bekommt, werde ich Lava auf mein Auto gießen. Viele von euch haben mich gebeten, ich soll den Prozess filmen, wie ich Lava schmelze. Das geht ganz einfach. Wir nehmen die riesen Lavasteine, zerschlagen die in kleine Lavasteine und schmeißen die in meinen Ofen. Zuerst schaut das aus wie Käse. Danach werden die Steine schwarz und werden zur richtig feste Masse. Die Masse kann man durchstechen, aber die ist noch nicht flüssig. Danach sieht die Masse wie ein weiches Kaugummi. Das ist unser Lava und die werden wir heute mit Kupfer vermischen. Wie ihr wisst, ist geschmolzenes Kupfer richtig flüssig und sehr aktiv. Meiner Meinung nach, wenn wir flüssiges Kupfer mit dickflüssigem Lava vermischen, werden wir was richtig Cooles herausbringen. Ich weiß nicht, wie das aussehen wird, aber ich glaube, das wird richtig cool, Leute. Kupfer vermischt sich mit Lava. Bis jetzt sieht es aus wie Kupferobsidian. Wir legen noch ein wenig Lava dazu. Wow, Leute, ich weiß nicht, was wir da gerade herausbringen. Das ist Lava mit überzogenem Kupfer. Oder was ist das sonst? Wir testen das auf die Festigkeit. Leute, das ist wirklich fest. Und wenn wir richtig draufhauen? Heftig, Leute, das hält! Könnt ihr euch erinnern, wenn man Obsidian mit Wasser abkühlt? Der wird sofort in den Händen porös. Leute, drückt mir die Daumen, bis jetzt funktioniert alles. Wir schmelzen unsere Mischung schon über eine Stunde. Normalerweise braucht Lava um die 45 Minuten. Wie immer achten wir sehr auf die Sicherheit. Wir ziehen unsere Sicherheitskleidung an und legen los. Vorsichtig holen wir unseren Gefäß raus. Durch Kupfer ist das Gefäß richtig schwer geworden. Okay Leute, ihr habt alles selbst gesehen. Zuerst ist das Kupfer rausgeflossen. Das Kupfer war unten auf dem Boden, obwohl wir alles vermischt haben. Es hat sich herausgestellt, dass Kupfer sich nicht mit Lava vermischt. Das hat mich sofort an das Experiment mit Panzerglas erinnert. Damals ist auch ziemlich heiße und flüssige Flüssigkeit rausgeflossen. Ich habe mir damals überlegt, was könnte das sein?
Und ja, Leute, in diesem Gefäß hat sich unten Kupfer gesammelt. Es ist heiß geworden und war viel flüssiger als Lava und ist zuerst rausgeflossen. Dieses Mal war das gleiche. Das Kupfer hat sich nicht mit Lava vermischt. Also Leute, das sieht aber nicht wie ein Schwert aus. Wie ein Obsidian-Baseballschläger sieht es aus. Wo der Handgriff von dem Schwert sein sollte, ist jetzt Obsidian. Und ja, das Obsidian ist immer noch porös und ist komplett auseinandergebrochen. Und die Schneide ist ziemlich stabil. Das ist Kupfer mit Verbindung mit echten Lava. Ah ja, das habe ich mir schon gedacht. Obsidian zerbricht sofort. Was überbleibt, ist nur das Kupfer. Und Kupferschwert habe ich schon mal gemacht, Leute. Okay, Leute, lasst uns was Neues machen. Und das ist Glas, Leute. Ja, Leute, wie ihr euch gewünscht habt, ich will heute ein Glasschwert herausgießen. Und aus was könnte man das am besten machen? Ja, Leute, aus alten Glasflaschen. Ich habe mein Gefäß voll mit Glasflaschen gemacht und die werde ich jetzt in meinem Ofen schmelzen. Ich habe nie gedacht, dass ich irgendwann mal ein Schwert aus Glas machen werde. Ich hoffe, dass das funktioniert, Leute. Leute, schreibt mir unbedingt in die Kommentare, aus was ich noch alles ein Schwert gießen soll. Das ist richtig cool, wenn ich ein Schwert machen kann, auf Wunsch meiner Abonnenten. Oh Leute, schaut euch das an, das Glas schmilzt schon. Das ging aber schnell, das erinnert mich irgendwie an geschmolzenes Karamell. Wir legen ein wenig Glas dazu. Wow Leute, schaut euch das an, das sieht aus wie so Glasblaser, oder? Ich meine die Typen, die aus Glas richtig coole Dinger blasen können. Außerdem ist das Glas richtig stabil. Ich dachte, das zerbricht sofort. Ich glaube, das wird funktionieren, Leute. So, Leute, lasst uns jetzt ein Schwert aus Glas gießen. Oh, es ist richtig heiß und wirklich richtig schwer, Leute. Okay, was ist das jetzt? Vielleicht kann ich das noch richten. Oh, es funktioniert, Leute. Es bewegt sich. Es bewegt sich. So, es bewegt sich jetzt nicht mehr. Fest geworden. Oh, irgendwie ist es traurig. Irgendwie ist das Glas richtig dickflüssig, obwohl wir das Glas richtig lange aufgehitzt haben. Sogar Lava würde nach so langer Zeit richtig flüssig sein. Und schaut euch diese Traurigkeit nur an. Das sieht doch aus wie Obsidian. Es ist schon wieder alles zerbrochen. Wir haben das hinter der Kamera nochmal ausprobiert. Wir haben den Ofen richtig aufgeheizt bis zum geht nicht mehr. Die Glasmasse war aber trotzdem viel zu dickflüssig. Wir haben das versucht mit den Stöcken auseinanderziehen und danach hat das wirklich wie ein Schwert ausgeschaut. Wir haben sogar die Luftblasen ausgedruckt. Der Sand drumherum hat sogar zum Kochen angefangen. Und im Endeffekt ist das Schwert wieder zerbrochen. Wir konnten einfach keinen stabilen Schwert herausbekommen. Es stellt sich heraus, dass beim Abkühlen das Innere von der heißen Masse auf die Oberfläche druckt. Und das führt dazu, dass das Schwert zerbricht. Wir haben alles ausprobiert, Leute. Das, was wir herausgefunden haben, ist, Glas muss in einem Spezialofen langsam abkühlen. Die Profis, die mit Glas arbeiten, geben noch eine spezielle Mischung dazu. Dazu muss Glas unbedingt ganz langsam abkühlen. In einem Spezialofen wird Glas ein Grad nach dem anderen Grad abgekühlt. Leute, wenn ihr Lust habt, dann werde ich mich an solche Profis wenden. Die helfen mir aus Glas oder aus Obsidian ein wirklich festes Schwert zu gießen. Wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Teilt das Video unbedingt mit euren Freunden, damit wir über 100.000 Aufrufe bekommen. Abonniert meinen Kanal und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns. Bye bye.